Der Rhein. Wasserreichster Fluss des Planeten und verkehrssicherste Wasserstraße der Welt. Heute widmen wir uns seinem wundervollen Nass. Rheinlandschaften. Tiere in Lebensgefahr. Oh! Oh nein! Oh schön, dann haben wir wieder da. Mit der Changeman. Mit dem ganzen Kamerateam. Eine große Überraschung, meine Damen und Herren. Und mein Name ist Dr. Schurbart, Sie kennen mich auf zahlreiche Produktwerbungen. Herr Zubald, wir drehen hier eine Doku. Sie drehen Dokus inzwischen? Ja, machen Sie keine Produktplacement mehr? Nee, Dokus laufen viel besser auf YouTube als Branded Placements. Die Fauna beider Rheinseiten wird von zahlreichen Käfern und Giftschlangen bewohnt. Diese leben allerdings in großer Gefahr, da die Lautstärke der schweren Containerschiffe sie nach und nach... Ich muss ihn einfach ganz kurz unterbrechen. Es tut mir so leid. Ich habe nämlich ein ganz großes Vor. Ich möchte mich komplett einmal mit meinem Fahrrad rund um diesen Erdball bewegen. Der Röhrichtkäfer ernährt sich von Singvögeln und kleineren Hunden. Solange kein großer Tanker seine Lockrufe stört, geht es dem kleinen Racker beinahe immer gut. Auch die Strohmöwe lebt von den zahlreichen Fischen und Menschen, die am Rhein ihr Unwesen treiben. Gerne schluckt sie ein oder zwei dieser Lebewesen. Ja, ich war schon filmen. Ich will mich filmen. Ich habe gerade meinen Zuschauern erzählt, dass ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin. Westsibirien oder Ostsibirien fahren. Aber dann dachte ich mir, nimmst du beides mit? Das ist doch gar kein Weg für mich. Oder kann ich ja kurz über die chinesische Mauer, Ecuador, Las Palmas, Tenerife. Ist alles auf meiner Route. Und ich habe überlegt, ich kann auch komplett auch Nordamerika mitnehmen. Ich Alaska wollte ich immer mal hin. Da muss ich natürlich gucken, wie ich von der Grenze von West nach Ostkanada komme. Ich war geteilt seit dem Zweiten Weltkrieg. Habe ich damals im Osten auch gemacht. Ich war kurz in der DDR, da bin ich zu einem Grenzposten gegangen. Und da habe ich gesagt, so nicht, sie können mich hier nicht einsperren. Ich bin Holländer, ich bin ein freier holländischer Mensch, ich bin Mitbürger von der EG. Und da habe ich ihm gesagt, so geht das aber nicht, mein Herr. Der Stier gehört zu den stärksten gefährdeten Rheinlebewesen. Wurde er doch bei der Senktiefkatastrophe von 1904 beinahe komplett ausgerottet. Oh, scheiße, was ist denn das? Bootplag und Hundeküken, ey. Es ist doch nicht wahr, was hier los ist. Ich fahre 10 tot 20 Kilometer, dus die Kette ab. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Wie soll ich denn überhaupt nach Sibirien kommen? Bis heute gilt der Rhein als aggressivster und wohl wichtigster Fluss unseres blauen Planeten. Eine fabelhafte Idee und... Ja, ja. Rhein-Siegreich 2000. Ah, und 2000 ist vorbei. Oh, er hat aufgelegt. Ich weiß nicht, warum er aufgelegt hat. Das war die Regierung, der Präsident von Nordrhein-Westfalen. Und ich habe ein neues Projekt am Laufen. Ich werde hier alles stehen und liegen lassen. Und ich werde in den Rhein-Sieg-Kreis reisen. Und dort werde ich einen wunderschönen einen Naturpark erstellen. Rheinlandschaften. Tiere in Lebensgefahr. Ich schwöre alles in meinem Kopf herum. Sie müssen mir nur noch sagen, was sie brauchen, weil sie sind meine besten Kunden. Denn sie müssen wissen, meine Zuschauer, meine Unterstützer, meine Fans, meine Freunde, Familie, ist ja heil verstorben inzwischen. Egal, sie sind alles meine Fans, sie müssen mir sagen, was sie brauchen. Und dann werde ich ihnen bauen. Ich habe zig Milliarden auf der Bank, ich brauche gar nicht zu gucken, wo das Geld da kommt, alles zugeflogen. Das ist ein wunderbares, tolles Gefühl. Sie müssen das auch mal erleben. Event Nummer 4. Satellitengesteuerte Frittenbude. Idee Nummer 5. Raumfahrt-Ausguckplattform. Nummer 10. Unterwasserwelt. Adventure Racing. Gar. Wachsfigurenausstellung für Küchengeräte. Schuhfabrik. Und Schuhe aus Kaugummi.